Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Welt Nummer 3, Level Nummer 3 ist heute dran. Wieso nicht? Ich werde mal sehen, ob wir heute zwei Level schaffen. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie lange wir hierfür brauchen. Komm her. Ich stehe auf die Affen heute. Ich weiß nicht. Bei der einen Welt haben sie mich ein bisschen gestresst, aber jetzt geht's eigentlich wieder. Hier ist ganz schön viel Matschepampe. Ich will nur die Münzen holen, weil ich geil auf Leben bin, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich ja... Wie viel habe ich eigentlich? 83. Ja, bald finden wir raus, ob 99 das Maximal ist, ne? Moment, ich will mal sehen, ist hier drunter was? Komme ich da durch? Okay, scheint nicht so. Komme ich da lang durch? Moment. Gut, scheint irgendwie nicht zu gehen. Alles klar. Und da seht ihr ihn schon, das große Ungetüm, was wir schon zweimal gesehen haben. Na, hau bloß ab. Ich mag den irgendwie, na, ich weiß nicht, in der Lava-Welt habe ich ihn eher verflucht. Inzwischen geht's eigentlich auch. Oh, cool, habt ihr das gesehen? Ich habe den dagegen geschossen, aber ich habe den Affen noch. Das ist cool. Was, wenn ich das so mache? Geil! Du bist jetzt mein kleines Elfchen. Ach, komm her, ich nehme deinen Bruder. Komm her! Komm her! Ach, du Feigling. Du gehst lieber baden? Okay, die Affen können definitiv schwimmen. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht... Ach, doch, ich kann... Hey, ey... Du bist so dämlich, du kannst mich nicht mal fressen. Du machst nur den Maul auf. Ach, verpiss dich. Komm, hau ab. Maul zu, du stinkst. Nimm mal einen Pfefferminz. So, komm her. Blume, pass. Warum sind jetzt so viele Blumen eigentlich in den Wolken? Ich verstehe es nicht. Aber, na, ist ja auch egal. Oh. Ich wollte mal was testen. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, ich wollte das Pau mal einsetzen. Was passiert, wenn ich das Pau einsetze, wenn er auf dem Bild ist? Zerstört ihn das? Nö, passiert nichts. Normalerweise tötet es halt alle Gegner, die auf dem Screen sind, so wie halt in den alten Mario-Spielen, wo es da mal ein Pau gab. Aber nö, hier macht's nichts. Gut, hätten wir das auch geklärt. So, und ich erinnere mich schon an den Zwischenboss aus dem nächsten Level und den, glaube ich, mag ich ziemlich sehr, wenn er das ist, von dem ich glaube, dass er das ist, aber ich denke schon... Ja, komm, schmeiß mal runter. Ach, fuck. Meiner, du kriegst gar nichts. Komm, füttere mich. Du blödes Ding, ich hab gerade deinen Bruder gefressen. Ja, Schnauze, Mario. Hey, hey, listen, hey. Moment, ist da oben was? Komm ich da überhaupt hoch? Nö, ich hab nichts gesagt. Mal gucken, ob da drunter was ist. Nö. Ich will es nur mal nur schauen, weil ich in dem einen Level ja was gefunden hatte. Wa? Aber da wusste ich auch, dass da was ist. Bei den anderen Sachen weiß ich es eben nicht. Aber, hau ab. Dummes Vieh. Gut, da war wieder nichts. Ja, wenn du rauskommen willst, dann komm jetzt raus. So, Checkpoint. Ich hasse es, dass es in dieser Welt so wenig Checkpoints gibt. Das ist echt ein bisschen nervig, weil wenn man dann verkackt, so wie es bei mir in der letzten Welt ja passiert ist, ne, dann darf ich alles normal machen. Oh, 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 den da, den da, den da, den da. Yeah, diese Eier. Ich liebe sie. Kann ich dich töten? Nee, den kann man nicht töten. Ich glaube, die hatten irgendwie auch so eine kleine Geschichte. Ich glaube, der Typ war der Vater von denen und keine Ahnung mehr. Oder habe ich mir das mal ausgedacht? Kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall, diese kleinen Dinger, wenn wir sie schießen, schaut mal. Die fliegen im Kreis und landen in der Regel wieder bei uns. Und ich finde das richtig geil. Die kann man richtig cool einsetzen. Aber ich glaube auch, dass man die nicht... Oh, habe ich den einen jetzt weggetriggert? Na, egal. Einen habe ich noch. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man die nicht länger als eine Welt behalten. Hast du jetzt nochmal einen hinter dir? Nö, nein, geh allein. Die sollten aber eventuell später nochmal vorkommen. Weiß ich aber jetzt nicht mit Sicherheit. Werden wir... Was war das? Alter, der Schalke wurde in die Länge gezogen, ey. Ja, Leute, das passiert, wenn man falsch rendert. Okay. Da hätte es den Helikopter gegeben, den ich jetzt nicht mehr kriege, oder was? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube, ich musste erstmal hier lang. Moment, Moment. Kann ich dadurch? Kann es sein, dass es hier zwei Yoshi-Fähigkeiten in einem Level gibt? Let's find out. Ich weiß es jetzt nicht. Okay, lasst mich raten, ich muss euch töten. Ja, nicht so schwer. Hätte ich mal gemeint. Okay, lasst mal sehen, was kommt jetzt. Kann ich da noch oben lang? Ich glaube, da komme ich nur mit dem... Ach, so ist das gedacht. Genau, genau.
Ich hole erst die Blume und jetzt kann ich nämlich da oben lang fliegen. Gut, dann kommt die andere Fähigkeit wahrscheinlich heute noch nicht, sondern erst später. Gut, hier oben ist aber nichts. Ich glaube, auf diesen einen hätte ich raufspringen können, auf diesen langen. Ich glaube, dann wäre da irgendwas passiert. Ich glaube, der hätte irgendwas ausgespuckt oder so. Na, egal. So, geschickt hier durch. Ich hoffe nur, ich kriege auch 100%, weil irgendwie vertraue ich mir heute nicht so. Da scheint auch nichts zu sein. Gut. Dann gehen wir weiter. Ah, doch, 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 da gibt es die nächste Fähigkeit. Ihr seht schon. U-Boot. U-Boot Yoshi. Submarine Yoshi. Den finde ich eigentlich ganz okay. Nur manchmal ist die Lenkung ein bisschen behindert. Aber ich glaube, jo, wir können auch Torpedos schießen. Mit dem B-Knopf. Ich glaube, ein Turbo hatten wir auch. Aber weiß ich jetzt nicht. Scheint vielleicht auch nicht mehr so zu sein. Aber es ist eigentlich eine ganz ordentliche Fähigkeit, hätte ich gesagt. Die lässt sich auf jeden Fall besser steuern als... Ja... Als zum Beispiel der Maulwurf. Da hasse ich die Steuerung irgendwie. Ja, ja, ich frage gleich nochmal. So, danke, Yoshi. Ich will auf jeden Fall gucken, ob ich hier noch irgendwie was vergessen habe oder so. Weiter unten? Nee, okay. Töte sie! Kann ich auch mehrere auf einmal schießen? Nö, immer nur ein Torpedo passt. Da so richtig Submarine. Warum bist du nicht gelb? Dann hätte ich Yellow Submarine singen können. Aber nee, dann eben nicht. So. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die sind irgendwie... Genau, die werden größer. Ach, leck mich, Wisch. Da ist eine rote 100 Pro. Nö, doch nicht. So, Moment, ich will erstmal kurz an das Ding da. Nicht, dass mir hier meine Yoshi-Fähigkeit ausgeht auf dem Weg. Ja, Mann, Yoshi, jetzt stell dich doch nicht an. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich dachte schon, er trifft mich jetzt selbst. Das wäre bestimmt auch ganz interessant gewesen. Okay, runter da und hier lang. Komm, 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 schnell, Yoshi. Oh, haut ab. Komm, komm. Ja, dein Bruder habe ich auch getötet. So, nein. Oh, noch einmal. Ah, gut, aber, Alter. Aber jetzt kann ich einfach durch. Also, es ist nichts passiert. Ich glaube, dann wird das Level hier heute wieder alleine hochgeladen, weil das dauert sonst wieder zu lang. Naja, aber Leute, eine gute, wie auch traurige Sache ist ja, dass, ich schätze mal inzwischen, wenn ich das hier hochlade, sollte Teenage Mutant Ninja Turtles mit dem guten Covenant fertig hochgeladen sein. Was heißt, dass ein Projekt weniger wieder da ist. Das heißt natürlich, dass wieder mehr Folgen Yoshi oder Okami kommen können. Sagt mir mal selber, also ich selber hätte jetzt gesagt, Okami kommt. Ich versuche es fast täglich hochzuladen. Es wird halt natürlich auch Tage geben, wo es dann nicht kommt. Aber auf jeden Fall regelmäßiger dann, wenn die Projektzahl sinkt. Oder wollt ihr lieber mehr Yoshi's Island für den Moment haben? Weil ich könnte es halt so machen, Okami dauert halt länger, deswegen hätte ich gesagt, davon mehr. Wenn ihr aber sagt, ne, Yoshi's Island passt eigentlich mehr, könnte ich natürlich auch für den Moment mehr Yoshi's Island machen, bis es durch ist und mich dann eben vollstens auf Okami konzentrieren. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal auch... Oh nee, komm, 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 komm. Gut, aber da hätte ich gesagt, dann würde ich neben Okami wahrscheinlich dann erstmal warten, bis dann Zelda Oracle of Seasons kommt oder so. Aber sagt mir, wie ihr das da besser fändet. Und ich glaube, der Frosch macht irgendwas, ne? Verpiss dich. Ja, aber die Frösche sind schon ein guter Hinweis auf das nächste Level, sage ich mal. Ja, ja, kann man so sagen. Oh, geh weg. Ha, Yoshi frisst Piranhas. Geil. So, aber den Kleinen will ich nicht verlieren. Danke. Ich finde den Kleinen cool. So, die Krabben hatten auch irgendwas, aber fragt mich nicht mehr was. Ich hab's vergessen. Die kommen aber später garantiert auch nochmal vor. 73 nur? Das ist ja nicht so viele. Nee, du klaust mir meine Eier, oder was? Dummes Vieh. Gut, eine Blume gibt's noch und ein paar rote. Und ich krieg wirklich in jedem Level mindestens ein Leben. Das ist so übertrieben. Kein Wunder, dass mir die Level, Leben nie ausgehen. Ist da drüben noch was? Nö. Achso, übrigens, Mikrofon steht gerade anders, auch schon seit der zweiten Hälfte des letzten Parts. Und da ich die jetzt hintereinander aufnehme, weiß ich nicht, ob das von der Qualität her stimmt und passt. Ich hoffe mal. Ansonsten muss ich das halt wieder ändern. Sag mir halt, wenn das irgendwie komisch klingt. Och, verpiss dich. Komm, nein, nicht du, komm du her. Ach, Baby Mario, ey.
So, wie viel haben wir? Gut, ein bisschen noch. Hahaha, dummes Vieh. Ich liebe es. Dummes Vieh. Hund! Schauen wir mal. Gut, das läuft. Komme ich da unten noch irgendwie ran? Halt, komm her! Hör auf! Gut. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Runden der dreht, bis der abhaut. Ja. Mann, halt einmal die Schnauze. Oh, du verpiss dich. So. Kann ich da keinen Stampfer machen? Doch, weil ich habe so das Gefühl, hier könnte auf jeden Fall eine rote sein, so gut wie die hier versteckt sind, die Dinger. Und die Folge dauert schon. Boah. Interessant, dass ich so lange für dieses eine Level brauche. Hätte ich mal gesagt. Also das wird definitiv mein Teil heute. So. Ach so. Okay, ich dachte, da kriege ich ein grünes, aber gut. Passt. So. Moment. Schneller, schneller, schneller. Mann, Alter, was ist heute mit mir los? Ich sollte wirklich nie zwei Parts hintereinander aufnehmen, weil dann fail ich immer nur. Das ist mir ja schon öfter aufgefallen, aber... Scheiße. Moment, habe ich jetzt 100? Ja, und dann nehmen wir bitte noch einmal Dings, die ich letztens mir noch geholt habe, offscreen. Und fertig. Und ihr werdet sehen, was mit dem Kleinen passiert. Weg ist er. Leider. Ich hätte ihn auch gern behalten, weil ich finde die Eier ziemlich kreativ, aber... Es läuft sogar gut mit Bonusspielen inzwischen, ha? Huh? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wann das erste Level kommt, wo ich keine 100% schaffe. Wir werden sehen. Oh, Runde 2 Memory. Ich weiß nicht mehr, ob ich Memory beim letzten Mal rausschneiden musste, weil es beim zweiten Mal vielleicht war, aber da habe ich es nicht geschafft. Oh. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Wie viel kann ich mir merken? Ich glaube hier... Und... Nein. Hier, glaube ich? Nein, okay. Moment, da ist die Lupe, da ist Max. Wo war Pau? Das war auch noch irgendwo. Ah, Moment. Dann war das hier. Gut. Ich bin wirklich kein Memory-Typ. Das, glaube ich, war hier. Nee, dann war es... Aber es war eins daneben. Dann war es rechts daneben wahrscheinlich. Egal. Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal.